Verzeihung! Hallo! Hallo! Oh. Digga! Das ist peinlich, wenn du sowas machst. Oben ins Dach hinwerfen! Ja, ja, fahr mal daneben! Mach! Tu es! Was geht, ihr Coolen? Heute ein ganz besonderer Vlog zum Valentinstag! Mit dem lieben Cover Q. Ihr seht ihn vielleicht im Spiegel. Ah, wir haben uns schön teure Rosen bei Penny geholt. Haben keine Mühen und Kosten gescheut. Und einfach mal 1,99 für 10 Stück rausgehauen. Auf jeden Fall wollen wir ein paar Rosen verteilen. Den ersten Teil könnt ihr bei Cover Q gucken, den zweiten bei mir. Viel Spaß mit dem Video. Ich finde, du bist so mit einer der heißesten Typen hier. Nee, wie stehen die immer da? So? Aber hier ist es zu einfach, Digga. Ja, muss schon beim Fahren sein, wa? Ja, da ist schon die Polizei. Das Mädchen guckt schon so, Digga. Du kannst es gönnen. Lieber nicht. Du traust dich nicht. Sie ich will nicht absteigen. Das ist schon hart. Mhm. Digga, hinter uns ist doch niemand. Ja. Soll ich jetzt absteigen und ja, dir eine los geben? Okay. Aber es ist schon peinlich so mit der Verzögerung, aber... Das bist ja eh du, also von daher. Zum Valentinstag für dich. Bitte schön. Guck mal, die Obi freut sich auch voll, der soll sich auch eine geben. So, wo sind die Polizistinnen? Doch, hier ist wirklich eine. Zwei, Digga, das sind zwei Polizistinnen hier am Zaun, Digga. Wo denn? Rechts? Hinter uns, rechts. Hinter uns? Hinter uns, rechts. Aber die werden uns so zerficken, wenn wir die aufnehmen. Eigentlich müssen wir uns nur da drüben hinstellen, weil da werden sie uns eh vertreiben. Oder hier oben rauf, da werden sie auch kommen. Meinst du, dass auch die kommen, nicht dass andere kommen, weißt du? Das ist ja das Ding. Ach so. Das heißt, du willst da jetzt mit einer Rose hinspazieren? Ah, guck mal, die zeigt schon auf uns. Ehrlich? Hm? Guck mal nach vorne, Digga. Die wissen nicht, dass wir uns unterhalten können. Ach so, okay. Und wenn du jetzt nicht hinguckst, dann kann sie dich auch nicht verweisen und muss herkommen, weißt du? Das ist nämlich der Plan. Verzeihung! Hallo! Hallo! Oh. Digga, das ist peinlich, wenn du sowas machst. Was? Naja, keine Rosen verteilen. Ich hab eine, du hast fünf. Digga, ich bin aber der, der alle verteilt hat. Ich wurde noch nie gekorbt. Das ist ein Unterschied. Hier noch eine verteilen, dann sind meine alle. Und dann teilen wir meine auf, ja. Dann teilen wir deine aber auf. Aber ich hab dir doch sogar gesagt, ich hab doch im Penny gezählt. In meinem waren 11, in deinem waren nur 10. Na, du hast mir sogar gesagt, noch eine weggenommen, ja, oder? In meinem waren 9. Ja, Mann. Dann waren in meinem sogar 12. Nee, 11. Du hattest 10. Nee, ich hatte 11 in... Die Weißen waren 11 Stück. Alleine. Und dann meinte ich, die sind ja dumm, die können nicht zählen. Und dann hast du mir noch eine geklaut, obwohl du eine schon 11 hattest? Ich, ja, aber daran habe ich ja nicht gedacht. Warum denkst du an sowas nicht? Ja, ich bin nicht so einer, der so oft nachdenkt. Ich weiß auch nicht, was wir machen, Bro. Wir sind Versager. Scraven, epische Musik. Es muss dieser Punkt kommen im Leben, wo du sagst, es geht nicht mehr so weiter. Nein, Bros. Es geht nicht mehr so weiter. Ich kann es. Ich kann es schaffen. Ich muss daran glauben. Ich kann es schaffen. Und du darfst nicht stoppen. Niemals darfst du stoppen. Hi. Du darfst... Nein, das ist meine. Ah, hi. Hallo. Na, wie geht's? Schöner Valentinstag? Nein. Oh, darf ich dir auch noch eine geben? Doch, bitte sehr. Tschüss. Und es ist wichtig, weiter die epische Musik, dass ihr durchzieht, Jungs. Ihr müsst durchziehen. Ihr dürft niemals stoppen. Ihr dürft keine Angst haben im Leben. Digga, habe ich mich mit meinem Helm gerade an meiner Lederkombi verfangen? Nein, das ist dein Rucksack. Das ist dein Sender, hängt am Rucksack. Ja, nein, mach runter und dann nach hinten und dann hoch. Ah, fuck, ich hab meinen Nacken. Nein, nach unten. Genau, und jetzt nach links Kopf drehen. Oh, ich lass gleich mein Motorrad fallen. Nach links Kopf drehen. Und jetzt hoch. Und jetzt zurück. Ist alles gut, Digga. Jetzt bist du frei. Okay. ich kam mir vor wie so ein Vogel im Fischnetz, die sich verfangen haben. Ich geb ihr auf jeden Fall eine. Meine letzte Rose. Alles Gute zum Valentinstag. Warte, hier, deine Rose. Okay.
Seht ihr, Leute? Oh, Digga, sie hat sich richtig erschrocken. Ja, Digga, du bist wie so ein Psychopathie gesprungen. Oh, für mich? Ja, Bro. Ja? Wie viel hast du jetzt meine GoPro? Soll ich dich jetzt korben? Nein, nimm. Und gib sie weiter für den guten Zweck. Nein, nicht die Kacke essen! Oh, was ist die Kirche? Digga, ich wollte gerade eine Rose geben und der frisst einfach die Scheiße. Digga, er hat gewählt. Er hat gewählt zwischen Rose oder Pferdescheiße. Und Pferdescheiße hat ihm mehr gefallen. Das ist lustig, Alter. So, wir haben jetzt noch zwei Rosen. Und der Kulvo hat noch eine Rose. Das heißt, Kulvo, wähle deine nächste Rose gezielt, denn es wird deine letzte sein. Weil du Rosen verteilen kannst. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht so eine krasse Qualifikation für. Hier links. Hier links, hier links. Ja, also ich will dich nicht beleidigen oder so, aber ich glaube, das ist nicht so schwer. Du. Ich sollte den. Digga, Sword, Sword, nein. Warte. Tschüss, wie sie abhauen. For you. English, German? Komm hier. Sie. Oh, der wird wieder gekommen. Zum Valentinstag. Let's go. We got him. How old are you? 20. Bye. Egal, Scraven, wir zensieren das Alter, macht SWAT rein. Hey, die ist 20, Digga, SWAT, die ist 20. SWAT, Scraven, SWAT! Ich hab keine Rosen mehr. Ja, damit. Okay, eine. Wir brauchen ein Pärchen, damit wir die letzten beim Pärchen abgeben können. Also, zwei Weiber. Lesbisches Pärchen bevorzugt. Zum Valentinstag für dich. Los, nimm sie. Ja. Yeah. Aber nicht wegschmeißen, sonst musst du mir. Willst du mir wiedergeben? Okay. Frag mal, ob er schon einen Freund hat. Du weißt es nicht wertzuschätzen. Du wurdest wiedergekorbt, Bro. Nee, ich wollte sie wieder. Jetzt habe ich auch mal eine Rose bekommen. Das mache ich jetzt immer so, weil wenn die Rosen ausgehen, dann schenke ich sie und dann nimm ich sie wieder. Ja, nimm sie, lass mal bei der nächsten das schenken und dann sagen, nee, sorry, doch nicht. Ja. Nein, die Arme, die tut mir dann voll leid. Und dann fühlt sie sich auch verarscht. Ist das hier eine Frau? Frauen fahren immer so ein Fiat 500. Ja, Mann. Ja, das ist so eine, das ist eine Haarsträhne. Oben, ja, das oben ist ins Dach hinwerfen. Ja, fahr mal daneben, mach, tu es. Lass einfach los, Digga. Lass einfach los. Nein, lass los. Das ist viel geiler. Schönen Valentinstag. Dankeschön. Ciao. Wäre eigentlich geil gewesen, wenn sie noch über deinem Fuß gefahren wäre. Ja, aber wo bist du jetzt? An der Ampel, über die du einfach vorne gefahren bist. Ich weiß nicht, wo du bist, Bro. Du kannst nicht einfach vorne sein. Das ist für mich keine Ahnung. Auf jeden Fall hinter dir. Okay, die Verbindung ist schon schlecht geworden. Ja, da bleib doch mal stehen. Ja, ich bleib doch stehen. Chill, Bro. Ah, ich seh dich, alles klar. Zum Valentinstag sollten wir uns heute wirklich nicht streiten. Nein, willst du meine letzte Rose haben? Nein, Job, du kriegst keine. Wenn es die finale Rose ist, dann gerne. Du kriegst meine Gürtelrose. Oh, I'm a single ladies. Oh, I'm a single ladies. Oh, my single ladies. Du musst eigentlich wieder dancen, Digga. Verteil deine Rose, Boy. Ja, ist okay. Aber ich mach's so ein bisschen unauffällig, indem ich so... Ja, was denn mit dir links? Ja, das mach ich doch jetzt. Chill doch mal, Bro. Alles gut zum Valentinstag. Oh, das ist aber nett. Ja, gerne. Tschüss. Jawolli. So haben wir jetzt mit die Mission eigentlich erfüllt. Und Digga, ist so lustig, wie die anderen alle immer darauf reagieren, die das sehen. Schön Visier unten lassen. Ah, habe ich falsch jetzt gemacht, ne? Yeah. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wie fandest du es, Chulewu? Ich fand's mal sehr cool, was Neues. Haben jetzt 10 Handynummern jeweils bekommen, haben wir aber leider rausgeschnitten. Naja, ich habe halt Kulewus Nummer gegeben, Kulewu hat meine genommen. Das heißt, ich habe die hässlichen, Kulewu hat die geilen. Leider. Bro. Nicht. Gib mir deine Hand. Du hast einen Helm auf, Bro. So.
21 Frauen glücklich gemacht zum Valentinstag. Wie sie zum Beispiel oder sie. Auf jeden Fall Teil 1 bei CoverQ, Teil 2 bei mir. Wir sind raus damit. Wenn euch das Format gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Coole Wus raus. Bis denn. Ask.